Woher kommt eigentlich der Name Klamm? Ja, für die Herkunft des Ortsnamen Klamm gibt es eigentlich mehrere Theorien. Die eine sagt, er kommt von der Schlucht, also die Klamm, dort wo der Bach sich sein Bett zwischen Burg und Burgstall Richtung Sachsen gräbt. Und indem man den Familiennamen der Herrschaft Klamm mit C schreibt und auf Deutsch heimlich bedeutet, gibt es auch die Theorie, dass es ein heimlicher Ort ist, ein stiller Ort. Dass wir aber durchaus nicht heimlich sind, das beweisen wir seit Jahren mit unseren Klamm-Konzerts, wo es ganz schön rund geht in Klamm und absolut nichts von Heimlichkeit zu spüren ist. Wir befinden uns hier beim Marktbrunnen in Klamm, der gerade neu renoviert wurde. Auf welche Geschichte blickt dieser Brunnen zurück? Ja, dieser Brunnen befand sich einst im zweiten Hof der ehemaligen K&K Irrenanstalt in Ips an der Donau als Zierbrunnen. Und vor 150 Jahren, genauer gesagt im Juli 1861, haben die Klammer Marktbürger diesen Brunnen gekauft, um die Wasserversorgung im Ortskern hier im Markt sicherzustellen. Dazu wurde der Brunnen in Ips zerlegt, per Schiff nach Grein gebracht und von Grein mit den Pferdefuhrwerken über den Berg, über das Sommerhaus hier nach Klamm gebracht und aufgestellt. Dazu musste man aber den Brunnen umbauen. Hier sehen wir die ursprüngliche Form als Springbrunnen. Zur Wasserversorgung wurden links und rechts zwei Wasserentnahmestellen eingebaut, so Art wie Zapfhähne, wo sich die Leute dann mit Kübeln und Gefäßen das Wasser vom Brunnen holten zum Kochen, zum Waschen und so weiter. Nachdem in etwa in den Jahren 1960 die Ortswasserleitung gebaut wurde, hat seine Funktion als Versorgungsbrunnen nicht mehr bestanden, und sodass wir schon lange Zeit überlegt haben, ihn wieder in die ursprüngliche Form als Springbrunnen zurückzubauen, und das ist uns jetzt gelungen. Also 150 Jahre später haben wir jetzt wieder den Brunnen, wie er damals im Original von den Klammer Bürgern gekauft wurde. Wie ist dieser Ort am Fuße der Burg Klamm entstanden? Ja, man muss sich vorstellen, im Mittelalter, so eine Burg war eine Verteidigungsanlage, und so eine Burg beherbergte sehr viele Leute, einmal die Ritter, Knappen, und da haben sich am Fuße der Burg eben Handwerker angesiedelt, und dadurch entstand hier im Markt eine Siedlung bestehend aus lauter Handwerken. Ganz mitten am Ortsplatz steht die Pfarrkirche. War das immer schon so, oder wie ist dieser Standort zustande gekommen? Naja, dort, wo heute unsere Pfarrkirche steht, war nicht immer ein sakraler Ort, sondern eher eine Stätte des Vergnügens. Da ja der Markt Klamm zur Pfarre Sachsen gehörte, hatten wir keine eigene Kirche. Wir hatten die Burgkapelle und die Kirche in Sachsen. Hier, wo die Kirche steht jetzt, war eine Kegelbahn. Da haben sich die Marktbürger vergnügt, manchmal auch zu ihrem eigenen Schaden, wenn sie verspielt haben. Zur Zeit der zweiten Türkenbelagerung hat der damalige Graf Klamm ein Gelübde getan. Er hat gesagt, wenn die Türken, die ja das Umland von Wien auch erobert haben, 1683, wenn die Türken nicht bis Klamm kommen, dann wird er im Markt eine Kapelle errichten. Dieses Gelübde hat er getan, und tatsächlich war es so, dass die Türken durch die Wachau anmarschiert sind, Richtung Westen, und dann kam ein Hochwasser und die Türken mussten abdrehen und konnten die Wachau und den Strudengau nicht passieren und kamen somit nicht vor Klamm, um Klamm zu erobern. Und dann hat der Graf sein Gelübde gehalten und hat dann hier auf dem Platz die Kegelbahn schleifen lassen und eine Kapelle errichtet. Es war hier ein Marktplatz, und am Ende, am vorderen Ende, gab es eine Schmiede, die den Platz absperrte, und am hinteren Ende, das das heutige Gasthaus Kirchen wird, das sperrte auch den Markt ab. Die Straße führte durch einen Torbogen in den Hof des Gasthauses hinein. Klamm ist ein sehr aktiver Ort, ziemlich in der Mitte der Region Strudengau. Es herrscht rege Bautätigkeit. Ich nehme an, zur Freude des Bürgermeisters. Ja, natürlich, wir haben uns in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Wir haben in den letzten 10 Jahren ein Bevölkerungsplus von satten 16%.
Und wir haben in den letzten 10, 12 Jahren wurden in Klamm über 60 Wohnhäuser neu errichtet. Wir bieten hohe Wohnqualität und haben quasi die Arbeitsplätze vor der Haustüre. Das war auch der Grund, warum die Gemeinde Klamm als erste gleich bei Inkubagebiet Harbing mitgetan hat, um hier dieses Ortsentwicklungskonzept auch zu entwickeln und umzusetzen. Und da gibt es eine Geschichte von der tausendjährigen Eiche, die sogenannte Rieseneiche. Das war am Fuße der Burg eine Eiche, die tatsächlich mehr als 1000 Jahre alt war und die im Jahre 1974 vom Blitz getroffen, dann das Zeitliche gesegnet hat sozusagen. Und aus dem Stamm dieser Rieseneiche hat dann der damalige Graf Georg Klamm Martinitz eine Kapelle errichten lassen, die auch dann damals von Bischof Alois Wagner eingeweiht wurde. Und zu dieser Eiche gab es immer den Spruch, in Klamm, da steht die Rieseneich und rundherum liegt Österreich.